Die Himmelsscheibe von Nebra gilt als einer der spektakulärsten Funde des vergangenen Jahrhunderts. Nicht nur das Relikt selbst, auch die Art des Fundes hat sicherlich dazu beigetragen. Ja, unter sehr turbulenten Umständen. Sie wurde von zwei Raubgräbern 1999 auf dem Mittelberg illegal geborgen. Dann ging sie durch mehrere Hehlerhände und schließlich wurde sie in einer krimireifen Polizeiaktion von der Basler Polizei sichergestellt und dem Land Sachsen-Anhalt übergeben. Die Forscher sind sich einig, bei der Scheibe handelt es sich um eine Art frühzeitlichen Kalender. In Erstaunen versetzte die Wissenschaftler dabei, wie groß das astronomische Wissen der Menschen vor mehr als 3600 Jahren gewesen sein muss. Damit hatte niemand gerechnet. Konkret darauf sind zu sehen die Plejaden, das Siebengestirn, es ist der Sichelmond zu sehen, es ist Sonne oder Vollmond zu sehen und es sind Horizontbögen zu sehen, das heißt Bögen, deren Winkel dem Lauf der Sonne im Jahr beschreibt. Die Himmelsscheibe von Nebra wurde offenbar in 5 unterschiedlichen Phasen gestaltet. Das konnten die Wissenschaftler anhand des Goldes, das unterschiedliche Zusammensetzung hat, bereits belegen. Allerdings nicht, in welchen Zeiträumen das geschah. Also ob Monate, Jahre oder Jahrzehnte dazwischen lagen. Ebenfalls unklar ist, wie alt der Fund wirklich ist. Es gibt bisher kein Verfahren, dass man Metalle absolut chronologisch datieren kann. Wir können aber den Niederlegungszeitraum ziemlich genau einengen. An einem der beigefundenen Schwerter waren noch Reste eines Birkenrindengriffes, den man mit Hilfe der C14-Methode ziemlich genau datieren kann. Und stilistisch können wir die Schwerter in etwa um die Zeit um 1600 vor Christus datieren. Neben der Himmelsscheibe sind damals auch Armreifen und 2 Schwerter gefunden worden. Letztere eigentlich wenig bekannt. Ja, das ist ein bisschen schade. Das sind nämlich ganz exquisite Schwerter. Sie sind tauschiert, das heißt, in die Rillen der Klinge wurden Zinneinlagen eingelegt und sie haben Goldmanschetten an den Griffen. Das ist etwas ganz Seltenes. In der Zeit in Mitteleuropa gibt es eigentlich nur die beiden Schwerter von Nebra. Die Ausstellung wurde vom Landesmuseum für Vorgeschichte in Sachsen-Anhalt konzipiert. Aber auch das Kamenzer Museum der Westlausitz hat seinen eigenen Stempel aufgedrückt. Wir haben ja nun als wichtigste Zielgruppe für uns die Familie und wir wollen vom Kleinkind bis zur Oma hoffentlich jeden begeistern. Wir haben eine kleine Grabungskiste, da kann man sich selbst als Ausgräber probieren und unser Highlight ist sicherlich unser Sternenkarussell, also ein Karussell, auf dem man dann nicht nur sich lustig in der Runde drehen kann, sondern sich über die vorgeschichtlichen Sternendeutungen informieren kann. Zur Ausstellung sind übrigens noch 2 spezielle Vorträge geplant und einige Angebote für Kinder entwickelt worden. Mehr dazu gibt es auf der Internetseite unter www.museum-westlausitz.de.